Normalerweise berichten wir ja in dieser Sendereihe über Krankheitsbilder oder über neue Behandlungsmethoden. Aber heute geht es um die Asklepios-Kliniken als Ausbildungsbetrieb für Pflegeberufe. Asklepios ist in Hamburg der größte Lehrer mit durchschnittlich 1200 bis 1400 Auszubildenden. Zuständig für all die ist in Hamburg das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Asklepios-Kliniken und deren Leiter ist Holger Graber. Schön, dass Sie da sind, Herr Graber. Ja, schönen Dank, dass ich heute hier sein darf. Was kann man denn bei Ihnen werden? Bei uns kann man in den vielfältigen Ausbildungen zu den vielfältigen Gesundheitsberufen machen. Allen voran Gesundheits- und Krankenpflege, das ist auch unser größter Bereich. Dann die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, gefolgt von operationstechnischen Assistenten oder eher OTA im Wesentlichen genannt. Und anästhesietechnischen Assistenten, der ATA. Dann kann man Hebamme bei uns werden. Das sind so die Berufe, die wir im BZG abbilden. Hinzu kommen dann noch die medizintechnischen Assistenten im Labor oder medizintechnischen Assistenten im Röntgen. Das ist ja eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, ja. Wenn ich jetzt eine Nichte hätte, warum sollte ich die gerade zu Asklepios schicken? Asklepios in sich steht für Qualität und die gilt auch in der Ausbildung. Wir haben einen hohen Qualitätsstandard dort. Wir können gut von uns sagen, dass wir modern sind, auch in der Ausbildung, dass die Gegebenheiten, die auf uns niederprasseln, seitens der Veränderung der jungen Leute sich auch widerspiegeln bei uns im BZG. Sie haben eben gesprochen von einer modernen Ausbildung. Was heißt denn modern? Ja, in den verschiedensten Richtungen. Also heute ist es ja modern, zum Beispiel die Medien zu nutzen, die modernen Medien. So, das ist eher weg von der Tafel zum interaktiven Whiteboard. Heute wird viel im Internet recherchiert, wird geguckt. Auch die Ausbildung selber hat auch viel mit selbstständigem Lernen zu tun. Selbstständig sich etwas erarbeiten, da sind die neuen Medien unabdingbar. Deshalb hat jeder Auszubildende bei uns ein Tablet. Wir sind ausgestattet mit interaktiven Whiteboards. Natürlich gibt es auch Laptops, die da sind, also alle Möglichkeiten, die da vorhanden sind in der heutigen Zeit, die können wir auch nutzen bei uns und die Lernmethoden sind dementsprechend auch darauf abgestimmt. Und eine qualitativ hohe Ausbildung, das bieten sicherlich alle möglichen Ausbilder an, aber was heißt denn das jetzt speziell in Ihrem Bereich? Bei uns in unserem Bereich, was die Asklepios-Kliniken angeht, würde ich schon sagen, dass wir einen höheren Qualitätsstandard haben als vielleicht der ein oder andere. So hier die enge Begleitung in der Ausbildung, das ständige Feedback dazu. So diese Kleinigkeiten, die man so gar nicht greifen kann, die machen letztendlich den Unterschied. Sie haben recht, alle bilden aus, die Ausbildung in sich ist gleich, gibt es ja auch Vorschriften dafür, aber es sind diese Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und eines der Kleinigkeiten ist eben Asklepios. Ja, so eine Ausbildung, die besteht ja aus einem praktischen Teil, aus einem theoretischen Teil und Krankenhäuser sind ja sehr vielfältig aufgebaut. Das heißt ja dann, dass ja wahrscheinlich auch diese Ausbildung sehr abwechslungsreich ist, oder? Ich würde sagen, die Ausbildung gerade in der Gesundheits- und Krankenpflege ist eines der abwechslungsreichsten, die es so gibt. So nicht nur in der Ausbildung, auch für nachher. Also es bietet so viele Möglichkeiten. Und man ist nie an der gleichen Stelle. Man kann sich dort verändern und man verändert sich auch ständig. Was heißt denn das jetzt, innerhalb eines Krankenhauses nie an der gleichen Stelle zu sein für einen Auszubildenden? Na, wenn wir Beispiel. Bei Hamburg bleiben, es sind ja alles Maximalversorger, sind ja die unterschiedlichen Stationen, ob es die Chirurgie ist, die Innere, die Neurologie, die Geriatrie, sind ja schon ganz viele verschiedene Bereiche, in die man reingucken kann. Schon alleine das sind so unterschiedliche Arbeitsfelder, die natürlich im Grund nicht voneinander unterscheiden, vom Grundwissen, aber in der Art und Weise schon. So, und das muss man erstmal überall woanders finden. Ja, und muss man denn da, also angenommen, man lässt sich zur, früher hat man gesagt Krankenschwester, also zur Krankenpflege ausbilden, muss man da durch alle Stationen durch in einem bestimmten Krankenhaus? Oder, denn ich komme ja zu einem Konzern, wenn ich zu Ihnen komme und mich ausbilden lassen will. Erst einmal kommen Sie in ein Krankenhaus zu uns. Mhm. So, das heißt, Sie werden in einem Krankenhaus bei uns auch angestellt. Das ist ja ein Angestelltenverhältnis, das heißt eine bezahlte Ausbildung. So, und da das eben alles Maximalversorger sind, brauchen sie das Krankenhaus nicht zu verlassen. So, das heißt, alle Sachen, die sie durchlaufen müssen während der Ausbildung, können sie in dem Krankenhaus machen. So eine einzige Ausnahme ist manchmal die Psychiatrie, weil nicht alle Krankenhäuser die Psychiatrie haben.
So, deshalb bleiben sie schon in dem Krankenhaus und können dort alles durchlaufen. Kann ich da auch sagen, dass es Abteilungen für mich gibt, in die ich lieber nicht möchte? Während der Ausbildung müssen Sie fast alles durchlaufen. So, Sie müssen es einmal gesehen haben, die unterschiedlichen Ansätze. So, dabei kristallisiert sich dann aber oftmals raus, wo die Stärken und die Schwächen sind. Das heißt, für das spätere Arbeiten kristallisiert sich dann während der Ausbildung oftmals heraus, wo ich dann gerne hin möchte und wo nicht. Und innerhalb dieses Krankenhauses, Sie sagten eben, man bleibt dann während der Ausbildung schon in dem. Oder kann ich auch sagen, ich möchte innerhalb der Ausbildung eine Stage machen in einem benachbarten Krankenhaus oder ganz anderswo? Also wir haben ja teilweise auch die Möglichkeiten zu wechseln. Es gibt schon Möglichkeiten außerhalb des Krankenhauses was zu machen. So, wir haben zum Beispiel auch einige, die wir ins Ausland verschicken sozusagen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, einige Blockeinsätze im Ausland zu verbringen und dort ihre Erfahrungen zu sammeln. Es gibt andere Bildungszentren von Asklepios, ja nicht nur Hamburg, sondern Asklepios bildet ja deutschlandweit mehr als 2.500 Auszubildende aus. Da ist die Möglichkeit, auch andere Krankenhäuser zu besuchen oder dort Praktika zu machen. Zum Beispiel Göttingen bietet den guten Auszubildenden bei Ihnen mal im Sommer auf Sylt zu verbringen. Das heißt, dann haben Sie einen Einsatz auf Sylt und haben das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Angenommen, ich hätte jetzt die Bewerbung überstanden und käme jetzt zum ersten Tag zur Ausbildung. Da gibt es ja einmal die Praxis und es gibt die Theorie. Die Theorie, wenn ich das richtig verstanden habe, läuft über Ihr Ausbildungszentrum. Wie funktioniert das dann da jetzt? Also der erste Tag ist immer in der Praxis. Das heißt, in dem Krankenhaus, in dem Sie auch angestellt sind, dort fangen Sie an, den ersten Tag, dort werden Sie eingewiesen, dort bekommen Sie auch Ihre Sachen, bekommen die ersten Informationen zum Haus. Und dann kommen Sie am zweiten Tag ins Bildungszentrum und haben einen 7-wöchigen Theorieblock, in dem Sie vorbereitet werden auf das, was Sie dann im Krankenhaus erwartet. So, und auch die Theorie ist nicht nur Theorie, auch wir haben Praxisanteile da drin. Das heißt, wir haben im Bildungszentrum Räumlichkeiten, die ausgestattet sind wie Krankenhauszimmer, wie Krankenzimmer oder bei den Hebammen wie ein Kreissaal oder bei den operationstechnischen Assistenten wie ein OP, damit wir Ihnen in der Theorie schon mal dort zeigen können, was in der Praxis denn auf Sie zukommt. Und an wem üben dann die Auszubildenden? Manchmal an sich selbst. So, das ist ja auch eine Erfahrung wert, wenn man lagern zum Beispiel übt, also wenn sie krank sind und dann müssen sie mal anders gelagert werden oder gewaschen werden. So, waschen eher nicht, aber das Lagern, wenn sich dann jemand von den Auszubildenden ins Bett legt und man lagert rum, dann kann er auch mal ein Feedback geben, wie es für ihn war. Ansonsten für alles andere haben wir dann Puppen. Auch um zum Beispiel Spritzen zu setzen, das ist ja das, was Patienten immer am meisten in Erinnerung haben, weil es einfach wehtut und so häufig passiert. Ja, da haben wir, das üben wir nicht an uns selbst, so, das machen wir nicht. Dafür gibt es dann extra Arme, die dafür sind, da kann man dann reinspritzen, um das zu üben. Modellarme, aus Modellarme. Kunststoff zum Beispiel. Ja. Wer bildet mich denn da aus? Sind das Praktiker oder sind das ausgebildete Dozenten, Lehrkräfte? Also es sind einige, die aus der Praxis kommen. Das ist auch ein Weiterentwicklungsweg, wenn man Gesundheits- und Krankenpfleger ist und irgendwann mal nicht mehr in einem Krankenhaus oder in der Ambulanz arbeiten möchte, dann entscheidet man sich vielleicht für ein Studium und wird dann Lehrer und damit Ausbilder. So, und dann gibt es welche, die direkt nach der Ausbildung dann das Studium angefangen haben. Und dann, das sind alles Leute, die schon mal zumindest die Ausbildung durchlaufen haben, die dann mit einem Studium ihr Wissen vertieft haben und in die Lehre gegangen sind. Wie lange dauert dieser Ausbildungsblock dann, bevor es wieder zurückgeht ins Krankenhaus? Der erste dauert 7 Wochen. Und danach haben wir 4 Wochen Blöcke immer wieder. Es ist dann immer abwechselnd, Theorie und Praxis, Theorie und Praxis. Es ist im Wesentlichen so aufgebaut, dass Sie dann in der Praxis das umsetzen, was Sie in der Theorie gelernt haben. Und dann, wenn Sie wiederkommen, auch gucken, was haben wir in der Praxis gelernt. Das wird nochmal aufgearbeitet im theoretischen Unterricht. Und dann gibt es das Neue, was dann wieder eingesetzt werden kann.
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um mich bei Ihnen bewerben zu können? Also neben der schulischen Voraussetzung eines Realschulabschlusses oder höher, so ist eigentlich wichtig, dass man belastbar ist. Ja, das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, den man dort ergreifen möchte. Auch seelisch anspruchsvoll manchmal. In jeder Hinsicht anspruchsvoll. So, das ist so, das darf man nicht unterschätzen. So, man sollte schon Lust haben, noch weiter zu lernen. Das ist ein Beruf, in dem man nicht nur in der Ausbildung lernt, auch danach. Und mit 2100 theoretischen Ausbildungsinhalten ist es auch schon ein sehr weitgreifender theoretischer Block, der da ist. Teamfähig sollte man sein, das ist auch ganz wichtig. Man arbeitet immer im Team, niemals alleine, aber eigenverantwortlich. Mhm. Auch das müsste so ein Attribut sein, das man gerne dann für sich beansprucht. Und natürlich muss man gerne mit Menschen zu tun haben. Das ist ein Beruf, wo es ganz viel darauf ankommt, mit Menschen arbeiten zu mögen. Und dennoch wird sich das erst während der Ausbildung herausstellen, ob man auch wirklich geeignet ist, kann ich mir vorstellen, weil man sich das vielleicht anders vorstellt. Ja, es gibt schon welche, die sich das anders vorstellen. Da, wenn man ins Fernsehen guckt und sieht, was dort Krankenhaus- oder auch Notfallaufnahmen so sind, da kann es durchaus mal sein, dass der ein oder andere andere Vorstellung davon hat. Aber ein Praktikum vorweg von mindestens 14 Tagen ist eigentlich auch Pflicht. So, das heißt, dass Sie schon mal die Möglichkeit haben, ins reale Leben reinzugucken, bevor Sie sich dann dafür entscheiden. Und da ist die Durchfallquote, dass sich jemand das ganz anders vorgestellt hat, nicht mehr so hoch, wie es mal gewesen ist. Mhm. Wenn wir noch mal auf die Voraussetzung kommen, inwiefern muss ich Fremdsprachen können oder beispielsweise auch, wenn ich so an die Theorie denke, Latein? Also das ist nicht zwingend erforderlich. Also wenn man Latein kann, kann man sich vielleicht das ein oder andere vorher herleiten. Das macht es leichter, weil man ja mit vielen lateinischen Worten zu tun hat, wenn es um den Körper geht. Aber das ist alles lernbar, auch wenn man vorher kein Latein gehabt hat. Also es geht dann um Begriffe, es geht ja nicht darum, Latein zu sprechen. Richtig, es geht um die Latein dabei. Streiten sich die Gemüter ja ohnehin, ob Latein noch eine Sprache ist oder keine Sprache ist. So, aber und Englisch? Also Englisch wird jetzt zunehmend eigentlich aufgrund der Multikulti auch in den Krankenhäusern immer wichtiger. Das ist schon schön, wenn man es kann, auch jede andere Fremdsprache. Da ist, das erleichtert einen das Leben nachher ungemein, aber zwingend erforderlich ist es nicht. Okay. Kann ich auch zu Ihnen kommen, wenn ich schon eine Ausbildung hinter mir habe, also sozusagen als Quereinsteiger, denn dann bin ich ja auch nicht mehr 20? Ja, obwohl es gibt ja auch Berufe, da ist man mit 15, 16 fertig mit der Schule und dann ist man noch 20, also ganz abschließend kann man das nicht, aber selbstverständlich können Sie auch später anfangen. Also jeder, der Lust hat, diese Ausbildung zu machen, darf das gerne tun. Wir freuen uns darüber. Wie hoch ist denn die Übernahmequote? Wir übernehmen jeden, der es eigentlich möchte und da einen guten Abschluss macht bei uns in der jetzigen Zeit. Und davon wird auch häufig Gebrauch gemacht. Gibt es da eine Zahl? Eine Zahl der Übernahmen? Der Übernahme, also des Verhältnisses, wie viele jetzt übernommen werden, wie viel nicht, 75? Also von denjenigen, die übernommen werden möchten, würde ich sagen, sind es 90%, die wir auch übernehmen. Das ist eine große Zahl. Das ist eine große Zahl, freuen wir uns auch ganz doll drüber, ja. Vielen Dank für diese Information.